Was für atemberaubende Melonen, Halloume, wie prall in dieser Lederkluft von Catwoman. Möpse! Hallöchen, Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum 14. Part vom Batman Arkham Knight. Ich bin Davy und natürlich tue ich euch ganz herzlich zurück begrüßen, ob es alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer und Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play sind. Reden wir mal mit Catwoman. Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Du hast doch einen gehabt bekommen. Geh mir erstmal zur grünen Tür, so wie es wollte, in Nemeracy 101. Schwein, vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Dann schauen wir mal, was hat er da? Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Glaube ich auch. Dann gehst du mal darüber. Ich hoffe mal, dass das das Richtige ist, wenn Catwoman darüber muss. Oh, großartig. Noch mehr Fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman, Catwoman. Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Okay, 3. Was bedeutet es? 5, 2, 4. Okay. Ich habe hier 5 Schalter und die ödeste Lichtshow der Welt. Und du? 3, 5. 2 und 4, okay. Alles klar. Alles klar, ich muss Catwoman Bescheid sagen, alles klar. Gut. Okay. Ja gut, wo betätige ich jetzt die Schalter? So betätige ich sie nicht. Da betätige ich sie auch nicht. Wo betätige ich sie? Gute Frage, nächste Frage. Irgendwie... Ja, ja genau. Das ist die sehr gute Frage. So, wer hat aber 1 oder sowas? So, machen wir mal den Bat-Scanner, alles klar. Ich verstehe. Gut, das heißt, da muss der erste betätigt werden. Das ist der 1. So gut, Nummer 1. So, 1, alles klar. So, dann 2 oder sowas. Gut, mit dir können wir halt am besten arbeiten gerade. Aber wo? Aktiviere. Warte. Aktiviere sobald ausgelöst Riddler-Objekte in der Nähe der Mechanismus wird durch Druck aktiviert. Okay. Aha. 1. Nee, bringt nichts. Das ist halt ein Rätsel, das ist ja echt unfassbar. So, du hast auch nichts, wo man so gucken könnte. Wo sind diese Schalter bitte? Da ist doch nur ein Schalter, verdammte Scheiße. Das ist ja echt fuchsi. Das ist ja fuchsi, ey. So, schauen wir mal, was wir aktivieren können. So, können wir irgendwas drücken? Ich schau mal, ob ich da was drücken kann. Vielleicht mit dem Batarang. Okay, Nummer 1. 1. Sieh an, mehr von Eddies selbst gebastelten Freunden. 3. 5. Ich habe 2. Gar keine Freunde, keine Freunde. Und 4. Oh. Okay. Was geht da hinten ab? Oh, hallo.
Das sind gerade Freunde, die auf ihn, auf Catwoman schon warten. Sehr schön. Das ist ja atemberaubend. So, gut, dann machen wir mal Peitsche. 1, 3, 5, 2 und 4. Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid nicht gleichermaßen dumm. Glückwunsch, Catwoman. Batman, du hängst hinterher. Okay. So, machen wir mal. 1, 3, 5. Okay, vielleicht eine neue Zahl. Sind das neue? Nein, das waren doch die gleichen. Obwohl, vielleicht muss man jetzt Catwoman die Zahlen sagen. Okay, so, gucken wir mal. Okay, 4, 5, alles klar. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie der Start ist. So, der Start ist mit 3, okay. 1, 4, 5 und 2, alles klar. So, 3. 1, 4, 5 und 2. Oh, dunkler Ritter. Ich kann kaum die unglaubliche Freude beschreiben, dich über die einfachsten Ratespiele verzweifelt zu sehen. Boom. Sehr gut. Ich bin dir dafür, kein Gestell zu haben, das ich irgendwie schlagen. So, sehr schön. Doppelteam ausschalten, bitte. Danke. Sehr gut. Catwoman ist am Meier, weil die Möpse wackeln jetzt gerade bis zum geht nicht mehr. Das Titten-Kino hat angefangen. Sehr schön. Danke. Es geht die ganze Nacht so weiter, oder? Ja, leider, Selina. Leider. Wenigstens nur noch 6. Katz und Fledermaus. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay. Ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Dafür bin ich ja da, meine Süße. Keine Sorge. Gut, dann haben wir das jetzt hier gemeistert und dann können wir hier raus. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkler Ritter, den nächsten Test findest du unter dem Elliot Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen. Vielen lieben Dank. Da lass mich wieder raus. Aber wir machen jetzt erstmal mit der Hauptstory weiter. Meine Güte, dieser Riddler Enigma oder Riddler Sir Enigma, nee, wie war das? Hey, Bats! Seit wann ist Catwoman so niedlich? Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Frag sie doch nach einem Date. Nein. Mal sehen, was Nightwing über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Arkham Knight. In der Tat, Sir. Master Grayson wird sie mit Ihnen am Gebäude am Riddler verhaften dürfen. Du lässt dir diese super Gelegenheit für einen Flirt entgehen, nur weil ich deiner letzten Freundin die Lungenflügel weggepustet habe? Ha! Kleiner Tipp von deinem Mitstreiter Brucey. Die Mädels hassen es, wenn du zu viel über die Ex nachdenkst. Ja, genau, Joker. Ja, genau. Oh, was geht hier? Gibt's hier ein Ding? Ha. Das ist bestimmt die Standort. Ja, genau, Standort. So, gut, dann machen wir ein paar Wayne-Punkte auf jeden Fall jetzt in die Batsuit rein, wie ich das ja auch angekündigt habe. So, dann kann man hier einmal und natürlich hier. Und das war's erstmal, hätte ich gesagt. Ja. So, einmal zurück. Was gibt's in der Mitte? Aha, Batmobil, was gibt's da? Okay. Also das ist das Drohnenvirus. Okay, da wird angezeigt, was wir bis jetzt können. So, gut. Ausrüstungseinsatz. Was haben wir da? Battering, Betäubungsdauer länger. Dann Ausrüstung während des Kleidens Battering. Okay. Dann Batclaw und Waffen, Schusswaffe. Okay. Doppelt gezielter Battering. Mhm. Batmobil-Waffen. Was können wir hier verbessern?
Nachlade. Ja, das ist doch schon mal vorteilhaft. Sehr schön. Gut. Gut, unsere Ausrüstung ist verbessert. Und jetzt... Wo ist er? Ah, da ist mein Batmobil. Dann steige wunderschön ein. Und gehen wir mal zu Nightwing. So, willst du aufsteigen? Oh, Bob! Boing! Aua! Willst du noch eine? Kriegst du noch eine? Noch eine? Noch ein? Okay, dann mach mal's richtig. Boing! Sehr gut. So, ab geht's. Batmobile, let's go! Ah, noch 400 Meter, so weit ist es doch gar nicht. Doom, bam, 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 bam. Ah, okay. So, wo muss man hin? Da hoch, alles klar. Ja, das werde ich demnächst dann regeln. Oh, Nightwing. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Unterbrecher, Waffen, Ausrüstungs-, Sabotagefähigkeiten, Fahrzeugsverfolgungssystem. Ja, da übertrifft sich mal wieder der gute alte Lucius. So, dann machen wir mal... Ready. Jetzt kann ich ihre Waffen deaktivieren. Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Wo ist der Haken? Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Magst du keine Gratiswaffen? Das ist nicht... Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Ja, genau. Was hast du für ein Problem? Wir arbeiten doch alle für diese Freaks. Hallo, meine Freunde, da bin ich! So, wo? Da. Verdammt, ich hab's verkackt. Ich hab den Angstmodus verkackt. Verdammt, das ist ja zum Kotzen. Komm. Ja, komm. Ich mach erstmal die kaputt, dass mir echt nicht auf die Eier gehen. Ja, was? Deine Waffe ist sabotiert, eh? Stell dir mal vor. Guck mal, und ich mach deinen dicken Freund kaputt erstmal. Boing, Knockout, und du bist mehr als Knockout. Sehr gut. Das war doch ein ganz einfaches Spielchen. Gut, was muss ich jetzt hier machen? Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Mhm. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Ich sollte den Laster lieber markieren, bevor ich die Männer darin aufschrecke. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was hast du vergessen? Nein, es ist Batman! Hauen Sie ab von... Raffinesse funktioniert.
Immer. Wenn sie den Wagen hören, sind sie alarmiert. Ich muss ihnen über die... Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv. Solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Wenn sie den Wagen hören, sind sie alarmiert. Ich muss ihnen über die Dächer folgen. Okay. Außer Sicht bleiben. Los! Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Cobblepot. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter, vielleicht lässt er sich abschütteln. Schön in der Luft bleiben, schön in der Luft bleiben, wir schweben hier herum. Gotham gehört uns, wir sind ganz truff. Nee, komm schon. Also ich hoffe, dass das mir reicht jetzt. So, komm. Bisschen mit Speed. Ab. Sehr gut. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. So, gut. So, das Blöde ist halt jetzt einfach mit X drücken und immer Analogstick rechnen zu bewegen, dass man die besser sieht. Das ist schon atemberaubend. So, wo? Okay, da sind sie. Okay. Ist euch jemand gefolgt? Batman hat versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Arsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Beeilt euch lieber. Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaube, diesmal wird dem Bündnis nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Das Dach ist schwer gesichert. Das muss das Versteck des Pinguins sein. Sehr gut. So, komm, mach jetzt mal keine Hexe fett raus. So, komm. Doin, doin. Gut. Was geht hier noch sonst für eine Party ab? Okay, rein. So, komm. Okay, da kommen die Nächsten. Dann machen wir mal einen Überraschungsangriff. So, komm. Sehr gut. Angstmodus. Erfolgreich. Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Eingang sein. So, komm. Machen wir noch das Ding hier kaputt. So, ausschalten. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Was können wir mitnehmen, was sinnvoll ist, eventuell? Da ist eine Wand. Aber es ist nichts drin. Okay, gut. Dann geht's weiter. Alles ist Knockout, alles ist Knockout. So, was geht mit dir? So, wacht Ding kaputt. Sehr schön. Wunderbar. Dann heißt es ja wirklich jetzt reingehen. Weil hier bringt's gar nichts. Obwohl, doch, da ist einer noch. Kommst du nicht rein? Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Hm, da ist ja Cobblepot. Ich. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind.
Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu dem Kerl namens Simon Stack. Ihm gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht, wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Das wird dir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Sieh zu und lernt. Wird seine Rübe direkt von den... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Ich mach dich alle. So, Nightwing ist zur Not gekommen, um uns zu helfen. Sehr schön. Oh, wir dürfen auch ein bisschen mit Nightwing mitspielen. Das ist ja cool. So, komm. Ja, schade, dass wir nicht das Batmobil haben. Noch zur Unterstützung auch noch dabei. So, Doppelteam ausschalten. Aktiviert, bitte. Einmal den Dicken ausschalten. Sehr schön, Nightwing. Ah, das läuft doch schon mal wehgeschmiert. Ah, so, zurück mit der Vase zu dir. Nein, vergiss es. Nochmal Double-Team-Aktion. Und Spezial-Kombo ausschalten. Yes. Gut. Rup. Bam. Ah, das läuft doch wehgeschmiert, diese Schlägerei. In your face, bitch. In your face. Tada, das nenne ich mal ein schönes Schnitzel. Oder eine Schnitzeljagd. Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Ja, die heilige Giraffe war schwer. Ja, meine heilige Scheiße, ey. Gut, dann Stufenanstieg. Ein Punkt nur? Nee, schlecht. Das will ich nicht verteilen. Gut, wo bist du jetzt nochmal? Wie in alten Zeiten, was? Ich komme in letzter Sekunde und rette dir den Arsch. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Ich muss die Sicherheitstür schließen und die Explosion eindämmen. Okay. Und wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das am besten? So, kann ich das jetzt zumachen oder nicht? Hat doch gerade gesagt, Sicherheitstür einschließen, um die Explosion zu dämmen. Ah, die hier. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon, sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Alfred helfen? Kein Problem! Mit dem würde ich nicht tauschen. Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Okay. Boing. Ja, eiskalt erwischt. Ein Waffendepot ist vernichtet. Sehr gut. So, das heißt jetzt wieder zurück. In Untergitter einmal und dann wieder hoch. Oder? Oh, Greifhaken. Auf geht's nach oben. Sehr gut.
Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Mhm. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. So, wo geht's jetzt nochmal hoch? Wo geht's nochmal hoch? Wo, ah, da ist die Leiter. Komm, klettern. Oh. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon, obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Also, bereit für ein paar Joker-Einlagen? Das wird echt spitze. Ich brauche ein Versteck, bevor ich das Batmobil fernsteuern kann. Siehe und staune. Dann mach. Aha. Also ab und zu der Joker ist die echte Granate pur. Er findet sich überlustig, aber ist es nicht. So gut, wir sind ein bisschen zu weit weg, glaube ich, um dass ich die treffen tue. Ich glaube, ich muss von da es machen. Wie sollen wir hier bloß rauskommen? Schau nicht mich an. Ich bin nur ein körperloses Wesen. Ah, da oben, oder? Nee. So, hängen lassen, auch nicht. Bringt auch mir nichts. Ich muss sie irgendwie deaktivieren. Aber wie? Weil treffen kann ich sie nicht. Sind ja genau hinter die Kisten, die Drecksäcke. Da oben raus geht's auch nicht. Obwohl, vielleicht hier unten. Ich bin sofort tot, wenn ich falle. Es muss einen anderen Weg geben, den ich noch nicht sehe. So, machen wir mal. Komm schon, ein großes Spielzeug? Mit Waffen? Oh, irgendwo habe ich doch gerade was gesehen zum Aktivieren. Ja, das ist halt die gute Frage. Du kannst nicht die ganze Nacht da oben bleiben. Diesmal musst du dir was Neues einfallen lassen. Ja, klar. Nur die Frage ist was, hä? Das ist es halt, hä? Ich hätte jetzt halt noch gesagt, ich mache eine Granate, schmeiß eine Rauchgranate runter. Das wird nicht funktionieren. Die Wachgeschütze erkennen mich durch den Rauch hindurch. Das ist halt jetzt wirklich die Frage. Wo können wir uns da hinhängen? Ich kann auch nicht mich aufstellen. Das ist ja gerade das Problem, was ich habe. Wie regelt man die ganze Schwachsinn hier gerade? Oh, ich krieg keinen. Nein, das war jetzt unnötig in Munition verwendet, oder? Ja. Use the car, Bats. Ah, use the car, Bats. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Hm. Ja. Haben ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Find die Leiche. Nein, du gehst. Und wenn wir jetzt gewechselt haben zur Fernsteuerung, bin ich hier mit dem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Batman Arkham Knight. Euer Davey. Tschüssi. Kowski.